Guten Morgen, ich grüße euch. Ja, das ist jetzt der zweite Tag. Wir sind im Friedberg bei Augsburg und fahren wir nach Donauwörth. Das ist etwa 50 Kilometer. Als erstes allerdings müssen wir um die Federgabel von Susanne kümmern. Der macht nämlich Macken. Also erst zu Fahrradhändler. Und dann fahren wir los. Wenn ihr Lust habt, bitte kommt mit. Darüber würden wir uns freuen. Also, los. So, der Fahrrad ist repariert. Jetzt können wir dann weiterfahren. Schade, dass hier durch die Hauptstraße der Verkehr fließt. Aber sonst, es ist eine hübsche Stadt. Schöne Geschäfte, lebhafte Straßenszene. Gefällt mir sehr gut. Das ist hier eine alte Pestsäule, etwa von 1600. Sehr schön. Dahinter gibt es heute einen Wochenmarkt. So, und hier verlassen wir dann die Stadt. Hier geht es ziemlich steil abwärts. Wir müssen hier erst die Außenbezirke von Augsburg umfahren. Das ist nicht schön. Ziemlich viel Verkehr, Industrie. Wie ich Industrie sage, plötzlich gibt es hier ein Roggenfeld. Aber sonst haben wir tatsächlich nur hässliche Außenbezirke. Mit ein bisschen Glück können wir heute ohne Regen durchkommen. Und wenn nicht, wir haben noch von gestern Übung. Ja. Ja, hier ist sehr städtisch, aber wo wir sind, weiß ich gar nicht. Muss ich nachträglich nachgucken. Irgendwann mal müssen wir diese bebaute Gegend verlassen. Wir sind schon 10 Kilometer gefahren und noch kein Land gesehen. Also hier neben links, neben mir, ist der Lech. Und das ist hier der Lech-Radweg. Von der Lech sehen wir erstmal gar nichts. Aber sonst ist das hier richtig hübsch. Das ist ein Teil der romantischen Straße. So, hier sieht man den Fluss doch noch. Und das ist die Autobahn zwischen München und Stuttgart. Es ist schön hier. Ja, hier haben wir jetzt die Flussseite gewechselt. Jetzt sind wir auf der linken Seite. Und hier an der Brücke gibt es so ein merkwürdiges Denkmal.
Aber es steht nirgends wo, was oder wer das sein soll, dieser merkwürdige Mensch. Leider entweicht die Luft von der Federgabe von Susanne nach wie vor. Der nächste wäre jetzt also, den Ventil auszuwechseln und dann mal sehen. Ärgerlich ist das schon bei einem sauteuren neuen Fahrrad. Dieser Damm übrigens verläuft zwischen zwei Wasserarme, und zwar hier links von uns ist ein Kanal, der von einem Wasserkraftwerk kommt, und hier unsichtbar hinter die Büsche verläuft der Fluss, die Lech. Ja, hier geht es wieder über die Lech. Über die Lech. Da hinten ist wieder irgendein Kraftwerk. Jedenfalls ein Wehr. Einige hundert Meter weiter hier finden wir einen Gedenkstein. Und zwar hier verlief die Römerstraße Via Claudia Augusta. Die Via Augusta war übrigens eine der Hauptverkehrswege, nämlich eine Verbindung zwischen Donau und Po, also über den Alpen. Es war eine tolle Leistung. Erbaut wurde um 46 bis 47 und Augsburg war gewissermaßen ein Art Mittelpunkt. Hier sieht man übrigens, wie ingenieurmäßig so eine Straße erbaut wurde. Es ist nicht nur irgendeine Spur, die benutzt wurde, sondern eine richtige Straße mit Entwässerung und mit mehrfacher Belaglage. Einfach toll, was die Römer so konnten. Okay, es geht weiter. Wir haben noch etwa 25 Kilometer bis Donauwörth, wo wir schlafen wollen. Heute haben wir noch überhaupt keine Steigung gehabt. Es ist hier absolut flach, wie ein Tennisplatz. Und das ist noch immer Bayern. Also so die Vorstellung, Bayern ist bergig, hier jedenfalls nicht. Nach dem gestrigen Schmuddelwetter ist das richtig schön. Heute mal Sonne und so schöne Wolken zu haben. Toll. Hoffentlich wird es morgen auch gut.
Ja, hier sieht man noch die Spuren von den Regenkatastrophe der vergangenen Tage. Hier ist zum Beispiel ein Teil von dieser Rübenfeld einfach abgesoffen. So, da geht's weiter. Hier kommen wir bei Gut Schweighof vorbei. Schweighof ist ein anderer Name für einen Viehzuchtbetrieb. Gut Schweighof ist eine berühmte Trakehnerzucht, wo preisgekrönte Pferde bis heute gezüchtet werden. Die heutige Bauensemble steht in Gesamtheit unter Denkmalschutz. Es wurde übrigens erst um 1920 in neubarocken Stil erbaut. Aber wenn man das so anschaut, es ist eine sehr beeindruckende Anlage. Guckt euch mal diese schöne, schöne Wolken an. Einfach super. Hier ist eine interessante Vogelscheuche. Leider ist der Wind jetzt nicht so toll, aber jedenfalls, das ist eine Art Drache, welche ein Raubvogel darstellen soll und dann gegen was? Hier in Maisfeld, vielleicht gegen Mäuse. So, wir haben noch 5 Kilometer zu fahren. Dazwischen die Bäume sieht man schon die Türme von Donauwörth. Wir sind also bald da. Ja, wir sind angekommen. Hier ist die Donau. Dahinter ist die Stadt Donauwörth. Man sieht hier die Wassermengen, die an den vergangenen Tagen aus dem Himmel gekommen sind. Da ist die Donau und da rechts kommt die Wörnitz in die Donau eingemündet. Ja, Donauwörth ist eine alte Reichsstadt und das sieht man heute noch. Sieht ziemlich pompös aus. Wunderbare alte Kaufmannshäuser, Kirche. Es ist etwas schön. Ja, also wir haben es geschafft. Wir sind in unserem Hotelzimmer. Es ist ein ziemlich einfacher mit schrägem Dach, aber sonst ist das okay. So, also, es waren am Ende 52 Kilometer. Ja, Gott, die Landschaft war nicht aufregend, ziemlich flache Ackerland. Aber das Wetter war wunderschön, es hat uns trotzdem Spaß gemacht. Also, ich danke für heute, möchte ich mich verabschieden. Pass auf euch auf und ich hoffe, dass ihr morgen mitkommt, wenn wir weiterfahren. Ciao, ciao. Und hier nochmal die Route, wo wir gefahren sind.